Und herzlich willkommen zurück zu dieser ruhigen Ausgabe von Undertale, der 93 Jove hier. Wir sind auf dem Weg nach Snowdon und hier erstmal ein kleiner Brief. It's a note from Papyrus. Human, please enjoy the spaghetti. Little do you know, the spaghetti is a trap. Designed to enter you. You'll be so busy eating it, that you won't realize that you aren't progressing. So, thoroughly shaped again by the great Papyrus. Papyrus. Gott, diese Stimme steckt mir einen Hals so an. Oh, it's a plate of frozen spaghetti. It's so cold, it's stuck to the table. Oh, ich kann's nicht mal nehmen. Aufgewärmte Spaghetti in der Mikrowelle. Das esse ich gerne. It's an unplugged microwave. All of the settings say Spaghetti. Und keine Steckdose hier. Hallo, du Maus. Oh. Hatten wir nicht so eine Maus schon mal in den Ruinen? Ach stimmt, das war die Maus und dem Käse. Und hier haben wir die Maus und die Spaghetti. Ah, die ist nicht schön. Ist nicht schön. Die kriegen ja gar nichts zum Essen. Ist alles so alt und kalt. Warning. Dog Marriage. Was? Hundehochzeit? Wo geh ich hin? Ah, wer kommt? Lesser Dog appears. Oh. Lesser Dog, also weniger Hund? Pet. Fünfmal Pet? Fünfmal Streichchen? Lesser Dog attacks 70 defense 0. Wears a stone dogger made of Poma Quenite. Pan, also. Was? Nein, lass! Geh weg! Leather Dog cocks its head one side. Los, pet. You barely lifted your hand and Leather Dog got excited. Ist sein Hals länger geworden? Wuff! Na! Oh, verdammt! Also. Verdammt, ich muss aufpassen, was blausen, was nicht. Leather Dog is barking excitedly. Was? Ich möchte sehen, was passiert. Ich kann es aufhören, aber ich will weitermachen. Und er wächst wirklich. You lightly touch the dog. It's already almost excited. Okay, und nicht bewegen. Und auf, verdammt, falsche Richtung. Okay. Lesser Dog is barking exactly. You pet the dog. It raises its head up to meet your hand. Okay. Nein. Lesser Dog is barking excitedly. You pet the dog, it was a good dog. Und nicht bewegen und bewegen! Das war richtig. Yes! Lesser Dog is overstimulated. Oh nein, der wird hier überreagieren. You pet the dog, it's excitement knows no bounds. Nicht bewegen! Bewegen! Leather Dog is always overstimulated. Oh ja, ich bin ja auch immer stimulated. Critical pet. Dog excitement increased. Leather Dog is overstimulated. Hopp, hoch, mit dem Himmel. Der geht gleich aus dem Bildschirm raus. You have to jump up to pet the dog. Motor weaving. Wie weit geht denn das noch? You don't even pet it, it gets more excited. Plane takeoff. Und er geht weiter. There's no way to stop this madness. Kettle whistle. Ich hab zu viel Spaß. Leather Dog enters the realm of the clouds. Ich höre nicht mal. Wie lang? You call the dog, but it's too late. It cannot hear you. Far away bark. Leather Dog shows no signs of stopping. Kommt der gerade wieder zurück? No signs of stopping. You can reach Leather Dog again. Ich weiß, ich überziehe das hinaus, aber echt, schaut euch seinen Schwanz an. Hier, so eine Ausschlaggabe wie bei so Erdbeben. Das ist so lustig, you pet Leather Dog. Again and again. You pet Leather Dog. Du bist ein guter Doggy. Kann der bis da nach unten gehen? Ich will's probieren.
Okay, ich glaube, es ist genug. Ich weiß, er würde wahrscheinlich einfach nur weiter runtergehen. Gut. Ist genug, nächstes Mal können wir Wehr spielen. You won 20 Gold. Oh yeah. Puh. Mann, extrem hier. Petting, streicheln, wow. Jetzt hatte ich aber wirklich genug Petting-Übungen hier, Petting-Exercises. Oh, Mann. Oh, was ist das? Oh, aha, Schnee. Ist das... Oh, ist das eine Karte? Moment, geh weg, Schnee. Ist das eine... Moment. Zwischen drei Punkten ist was? Vielleicht zwischen drei Bäumen? Ach, hier! Kann ich drücken? There's a switch hidden in the snow. Klick. Aha! Das war ja ein einfaches Puzzle. Sans, warst du das etwa? Ah, und die Stacheln sind weg. Gut. Oh, oh. Oh, die Wächterhunde. Oh, von denen habe ich die hier die Station gesehen. What's that? Unheimliche Stimme, okay. What's that smell? Where's that smell? If you smell, identify yourself. Your smell. Warum macht hier jeder Wortspiele? Ich mag es zwar, aber... Here's that weird smell. It makes me want to eliminate you. Doggy assault you. Oh, sie küssen dich. Oh, aber sie haben riesen Äxte dabei. Oh je. Doggy. Pet wall around. Ich will sie erstmal checken. Doggy ist wahrscheinlich der weibliche. Sixth attack for defense. Husband of dog aggressor. Ah doch, also der Mann ist es. Knows only what he smells. Don't touch my hot dog. He means me. Oh, Mann. Okay. The dogs are re-evaluating your smell. Okay, ich sollte... Ah, das Smell. Da hatten wir doch schon, was wir tun können. Wall around. You wall around in the dirt and snow. You smell like a weird puppy. Heißt das, sie verschonen mich? Ich bin doch ein Artgenosse. Take my wife, Seth, please. Don't actually. Okay. Jetzt weiß ich ja, wie was passiert. Ich sollte was essen. Sicher ist sicher. Nice cream. Rein damit. You're super spiffy. Your HP was maxed out. Take my wife, Seth, please. Don't actually. Okay. Vorsicht und. Okay. The dogs may want to re-smell you. Re-sniff? All around? Mach mal re-sniff. The dogs sniff you again. After rolling in the dirt, you smelled all right. What smells like a... Are you actually a little puppy? Ja, ich bin ein kleines Puppy, also tut mir nicht weh. The dogs think that you may be a lost puppy. Darf ich dich vielleicht petten? You pet Doggy. Wow, pet by another pup. Well, don't leave me out. Okay, du kriegst auch was ab, aber bitte nicht wehtun. Oh, ich hab das gut raus. The dog thinks that you may be a lost puppy. Okay, Doggeressa, du wirst gepettet. You pet the Doggeressa. What about me? A dog that pet dogs. Amazing. Böse. Nicht bewegen. Bewegen. Und, ach verdammt, das war das Falsche, nicht bewegen oder bewegen. The dog's minds have been expanded. Und ich kann sie verschonen, wunderbar. Habt einen schönen Tag, habt einen Honeymoon, ihr habt geheiratet, oder? Und gebt mir euer 40 Gold. Dogs can pet other dogs. A new world has opened up for us. Thanks, weird puppy. Tschüss, war mir meine Ehre. Ziemlich viele Hunde, denen ich begegne, naja. Okay, wie funktioniert das? Turn every X into an 0, then press the switch. Okay. Aha. Und noch einmal. Ah, Papyrus, da bist du ja schon wieder. Boop. What? How did you avoid my trap? And more importantly, is there any left for me? What do you tell Papyrus about his spaghetti? Ate it, left it. Ich konnte sie ja nicht essen, also habe ich es da gelassen, ich bin ehrlich. Really? Wowie. You resisted the flavor of my home-cooked pasta, just so you could share it with me?
Fret not, human. I, Master Chef Papyrus, will make you all the pasta you could ever want. Ha ha ha. Sans hat recht. Auch wenn er versucht, böse zu sein, er ist einfach zu freundlich. Oh, kann ich aber bitte reden? Okay. My brother started a sock collection recently. How saddening. Sometimes I wonder what he would do without such a cool guy taking care of him. Ich glaube, als er meint, als Sans gesagt hat, er findet sein Produkt cool, er hat es nicht sarkastisch gemeint. Er findet es wirklich. Ich finde, die sind ein gutes Gespann. Der eine hier ein bisschen mehr Tempo, der andere sagt, hey, keep cool, mach mal ein bisschen lässiger hier. Yeah. Gut, das gleiche Prinzip. Wahrscheinlich für dieses Puzzle. Hey. Was ist? Human! How do I say this? You were taking a long time to arrive, so I decided to improve this puzzle by arranging the snow to look more like my face. Unfortunately, the snow froze to the ground. Now the solution is different. And, as usual, my laser brother is nowhere around. I suppose what I am saying is, worry not, human. I, the great Papyrus, will solve this conundrum. Then we can both proceed. Meanwhile, feel free to try the puzzle yourself. I try not to give away the answer. Okay. Turn every X into a zero, then press the switch. Moment, also ich vermute mal, ich darf nicht zweimal bei das X, ansonsten zählt es nicht. Lass mich gerade überlegen. Wenn ich über jedes X nur einmal darf, wo muss ich anfangen? Wenn ich da anfange, das ist so ähnlich wie die letzte Arena bei Pokémon Smaragd mit dem Eis. Wenn ich hier laufe... Weil ich muss ja wieder zum Schalter kommen. Lass mich gerade überlegen. Aha. 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 Wenn ich hier unten starte vielleicht. Aha. Moment, vielleicht so. Oh, das ist falsch, oder? Ja, es darf nur ein Kreis sein. Ach, wenn ich zweimal drauf trete, wird es zum Dreieck. Das zählt nicht. Okay. Moment. Wo fange ich an? Ich will es versuchen, gleich hinzukriegen und nicht so viel Zeit zu verschwenden. Lieber hat mehr Zeit fürs Überlegen. Wenn ich so gehe, dann komme ich da hinten an, dann könnte ich... Ich glaube, ich hab's. Na, fast. Fast. Ich muss das berühren, während ich da hinten ankomme. Oder doch nicht? Nein. Ach so, dann komme ich hier aber nicht mehr raus. Das ist das Problem, okay. Das ist das Problem. Dieser eine in der Mitte, der... Wenn ich hier anfange und dann hier... Das geht auch nicht. Nein. Nö, das geht auch nicht. Okay. Okay, Papyrus, ich gebe zu, das ist eine schwierige Nuss. Und ich sehe auch dein Gesicht. Dieses eine. Wie komme ich da hin, ohne dass ich da zweimal wo drüber laufe? Also, ich muss da hinten irgendwie zuerst hinkommen und dann muss ich den Weg zurücknehmen. Oder? Nee, das...
Ooh. Kann Müffler doch helfen? So, you want a hint, huh? Well, I've been looking at the puzzle, and I think the solution is to turn all of the X into zeros. You should try that. Ask again for more great hints. Okay. Es ist natürlich, er will mir damit sagen, es ist einfach. Mach einfach, okay. Wenn ich hier anfange. Nein, das ist auch nicht. Wie komme ich an das mittlere, ohne da zweimal zu gehen? Ich glaube, ich muss hier oben rauskommen. Und ich muss hier rauskommen. Ist es das? Na, fast. Wenn ich da das nicht nochmal gehen müsste. Probier's nochmal. Ich sehe mehr Rauten als X'e. Wenn ich hier nochmal und dann... Oh, ja, das ist es! Woo! Yes! Wow, you solved it! My advice helped. It really helped you. Incredible! I'm impressed. You must care about puzzles like I do. Well, I'm sure you'll love the next puzzle then. It might even be too easy for you. Away! Ich schon wieder 17 Minuten, das ist aber... Ich glaube, ich spiele wirklich immer so lange, bis ich einen neuen nächsten Sprung erwische. Hallo, Sand, wo kommst du auf einmal her? Hey, why don't you ask for help? Ach, why didn't? I was right here. Ja, warst du wahrscheinlich unsichtbar, deshalb habe ich dich nicht gesehen. Oh. Hey, it's a human. You're gonna love this puzzle. It was made by the great Dr. Elf... Wie spricht man das aus? Elpheus? Keine Ahnung, wie man Y im Englischen ausspricht. You see these tiles, also diese Bodenplatten. Once I throw this switch, they will begin to change color. Each color has a different function. Red tiles are impassable. You cannot walk on them. Da kann man nicht drauf. Yellow tiles are electric. They will electrocute you. Elektrizität, gelb. Okay, rot ist nicht passierbar. Gelb ist Elektrizität. Green tiles are alarm tiles. If you step on them, you will have to fight a monster. Grün ist Alarm. Monsterkampf, okay. Orange tiles are orange scented. They will make you smell delicious. Blue tiles are water tiles. Also orange macht mich schön duftend. Swim through if you like, but if you smell like oranges, the piranhas will bite you. Wenn ich also durchs blaue Wasser schwimme und dabei wie eine Orange rieche, dann fressen mich die Piranhas, okay? Also, if a blue tile is next to a yellow tile, the water will also sap you. Also, blau neben gelb Fritzel. Purple tiles are slippery. You will slide to the next tile. Violett ist schlittrig, okay. However, the slippery soap smells like lemons, which piranhas do not like. Also, violett macht mich zitronenriechend und das mögen Piranhas nicht. Dann dürfte ich ins Blaue. Purple and blue are okay. Finally, pink tiles. They don't do anything. Step on them all you like. Also, pink macht gar nichts. How was that? Understand? Understand the explanation? Ja? Okay. Great! Then there's one last thing. This puzzle is entirely random. When I pull this switch, it will make a puzzle that has never been seen before. Not even I will know the solution. Get ready! Whoa, das sind aber viele Farben. Whoa. Achtung, hier ist Caesar Warning. Oh.
Und er ist davon. Moment, das... Oh, Moment. Viol- Rosa heißt doch, ich darf gehen. Rot darf ich gar nicht... Was für ein Zufall. Actually, that spaghetti from earlier. It wasn't too bad for my brother. Since he started cooking lessons, he's been improving a lot. I bet if he keeps it up, next year he'll even make something edible. Müssen die überhaupt essen? Ich meine, das sind Skelette. Halt, stopp, ich will hier mich da... Wo ist Sans auf einmal hin? The machine isn't working. Hm. Interessant, ah. Hm, seems like the base of a snow dog. Aber alles zusammengebrochen, wie es hier scheint. It's the broken head of a snow dog. Da wollte wohl Lesser Dog hier was bauen. Seems like the base of a snow dog. It's the broken head of a snow dog. Oh, Speicherpunkt. Seems like the base of a snow dog. Aware of dog. Please pet dog. Was? Ich soll auf ihn aufpassen, aber ihn streicheln. On the floor inside is a box of Pomeraisins. Das war doch Rosinen, oder? Wie sind dies? Seems like the base of a snow dog. It's a broken head of a snow dog. It's a broken head of a snow dog. It's a broken head of a snow dog. Seems like the base of a snow dog. Und das ist auch the head of a snow dog. Knowing that dog will never give up trying to make the perfect snow dog, it fills you with determination. Snowden Doghouse. Gut, reden wir gerade noch mit dieser cool Lady. Ich glaube, das ist eine Lady. A dog just rushed in here, filled with inspiration. It kept trying to build a snow dog that expressed its own emotions. But as it built, it kept getting more excited about the sculpture. Its neck got longer and longer, and it added more and more snow until it was rather sad to watch. But I couldn't turn away. Oh, er wollte sich also immer wieder nachbauen und weil sein Kopf immer länger wurde, wollte er das nachstellen und deshalb, oh, war das der Fund von dahin? Naja, finden wir ihn wieder. Ich fand ihn richtig süß. Oh, nur ist blöd, wenn der Kopf durch die Decke schießt und dann auf einmal hier die Mieter hier erschreckt, während die gerade beim Spaghetti essen sind. Und dann streichen die und dann geht er immer weiter und irgendwann stürzt er sich in den Kopf bei einem vorbeifliegenden Flugzeug. Das wäre nicht so schön. Gut, meine Damen und Herren, ich denke, das ist ein guter Punkt, diesen Part zu beenden. Bei so Speicherpunkten, das ist irgendwie zeitlich immer so gut angepasst. Freut mich. Und es freut mich auch, dieses Spiel hier spielen zu können. Es macht sowas von Spaß. Einfach nur, es ist einfach alles schön, schön, schön. Ich finde es so schön entspannt. Ich bin so... Oh, oh mein Gott, ich könnte einschlafen. So beruhigend ist das. Okay, hoppala. Das war nicht die Knochen, das war der Stuhl. Ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Undertale für heute gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir hoffen... hoffentlich sehen wir uns wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, ihr 93 Chovo. I love to entertain you. Tschüss and goodbye.